Hallo, ich bin Sarah und wir fliegen heute für euch nach Dubai, um in den nächsten Tagen die schönsten Hotels, die coolsten Spots und die Expo auszuchecken. Also bleibt dran und seid gespannt. Hallo, wir sind gestern Abend relativ spät im Atlantis The Palm eingecheckt und gönnt euch mal diese Aussicht. Der Check-in war super, super einfach und ging ratzfatz. Man sollte aber darauf achten, dass man im Hotel noch Maske tragen muss. Im Restaurant, am Pool sowie am Strand braucht man die Maske aber nicht mehr. Im Hotelzimmer gibt es auch ein Hygienekit mit Masken sowie ein Desinfektionsmittel. Wir hatten gerade eine richtig coole Führung durch das Atlantis Hotel und jetzt geht's ins Aquaventure. Als Hotelgast erhält man ein spezielles Armband und kann durch einen extra Eingang die Wartezeit verkürzen. Kommt mit! Hier am Strand hat man die schönste Aussicht über Dubai, kann sich, wenn man faul ist, von A nach B fahren lassen mit einem Caddy oder einer Auszeit gönnen am Strand. Aber jetzt geht's erstmal ins Meer. Wir sind jetzt auf der Expo 2020 und hier sind 192 Länder auf 438 Quadratmeter verteilt. Mal sehen, was uns hier erwartet. Kommt einfach mal mit.
die Läden in Dubai super lange geöffnet haben, haben wir uns gedacht, wir machen noch eine kleine Shopping-Tour durch die Dubai Mall und sehen uns anschließend die Wasserschau am Burj Khalifa an. Eine Stunde Fahrt sind wir in der Wüste angekommen und hier kann man sich entweder einen Quad mieten oder sich mit dem Jeep durch die Dünen fahren lassen. Anschließend gibt es ein Lagerfeuer und ein kleines Barbecue.